Ja, heute ist Premiere und wir laden gerade alles ab im Kulissenaufzug. Also, Leinwand steht jetzt, Bild haben wir auch. Wichtig war der Abstand natürlich zum Bild. Der Saal füllt sich langsam, also so 20, 30, 40 sind schon da. Und heute wird es ja bekanntlich voll. Also heute geht es um eine kurze Tour, sozusagen ein lockerer Sommertrip in Richtung Südosten auf der Seidenstraße. Das war vorher ja mein Thema oder Schwerpunkt gewesen. Ich bin also von Bitterfeld gestartet. So, ich bin hier Ortseingang Bitterfeld. Heute ist der 4. April 2018 und ich fahre jetzt zum offiziellen Start auf dem Marktplatz. Es ist 10.04 Uhr, in einer Stunde rollen dann die Räder richtig los. Heute bis zur Elbe, zwischen Riesa und Meißen und dann immer Stück für Stück in Richtung China. Ich habe natürlich meine Tricks, um mich durchzuwursteln. Da habe ich immer in jeder Sprache, Sie sehen das hier, das ist Tschechisch, Ungarisch, auf sein Zettelchen geschrieben. Und da steht eben mein tägliches, abendliches Anliegen drauf. Also mein Name ist Thomas, ich komme aus Deutschland, fahre mit dem Fahrrad nach China und suche ein sicheres Plätzchen für mein Zelt für eine Nacht. Und das ging immer ganz gut, das habe ich alles bei Google mir übersetzen lassen, also es hat immer ganz gut geklappt. Das nächste Land hieß Bulgarien und jetzt zeige ich Ihnen mal was, so ein paar Tricks. Das ist vielleicht nicht unbedingt kapitalismuskonform, aber wer eine lange Reise macht und seine Antriebe auch ein bisschen Geld sparen will, der macht Folgendes, der nimmt sich zwei Ketten und wechselt die alle 2000 Kilometer aus. So die Drähte praktisch und die Stifte schleifen sich dann mal rechts und mal links ab. Das hält den Verschleiß so in Grenzen, dass du mit einem Zahnkranz und einem Ritzelpaket hinten dann mindestens dreimal so lange unterwegs sein kannst. Das war der erste Kettenwechsel, meine Damen und Herren, nach 2000 Kilometern in Bulgarien. Unterwegs war ich natürlich viele Kilometer. In diesem Sommer, dort war Bitterfeld, das haben wir hier oben. Und dann ging es durch Südosteuropa nach Istanbul. Das haben wir schon bereist jetzt. Istanbul bin ich raus. Wie gesagt, das ist Europa und das gehört zu Asien. Von Istanbul dann schwupps, schnurstracks durch die Türkei ins nächste Land, das war Georgien, nach Usbekistan. Samarkand dann durch den Osten von Usbekistan. Und da war ich in China schon. Kaschgar als wichtige Stadt an so einem Art Abzweig oder Knotenpunkt der Seidenstraße gelegen. Das ist der Rest vom historischen Kaschgar. Die Chinesen haben das, die sehen das ja wunderbar, im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Und das sind so die Reste der alten Stadt. Das war denen zu aufwendig und zu teuer, das zu restaurieren. Man hat einfach das alte Kaschgar neu gebaut. Also ich zeige mal, das ist das neue alte Kaschgar. Von Kaschgar weiter nach Golmud. Und dann gab es die letzten entspannenden 1800 Kilometer nach Chiang. Und da war Schluss. Was sich in China positiv verändert hat, sehr positiv verändert, die Menschen sind offener, zumindest in den Gebieten, wo ich ja schon den direkten Vergleich hatte zu 20 Jahre zuvor. Und was hier im Alltag für mich natürlich auch sehr sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist. Also gewöhnen kann man sich da
Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja auch hier und da mal eine Kamera, aber schauen Sie sich das mal an, was hier ist. Hier ist eine Kamera, hier ist eine Kamera und jede Querstraße, jeder Weg hat meine Kamera. Und ich habe ja eine Gesichtserkennung. Die wissen ganz genau, Meixner ist da, Meixner ist dort und Meixner ist dort. Wenn es dann dunkel ist, denken sie, okay, sie können sich durch die Nacht schleichen. Nee, da wirst du angeblitzt, zack. Und dann wissen sie, ah, der ist im Dunkeln dort. Also ich komme aus Merseburg. 2015 habe ich den ersten von Thomas Meixner gesehen in Leipzig. Dann war ich noch einmal in der Sächsischen Schweiz bei einem Vortrag und heute das dritte Mal hier. Also es ist eine sehr, lustige, humorvolle Art, wie er, sag ich mal, seine Geschichten erzählt und er hat auch was zu erzählen, was mich halt sehr, sehr beeindruckt und es hat dann auch Lust gemacht, sag ich mal, selber sowas zu planen und deswegen besuche ich jetzt auch, sag ich mal, die Vorträge, um ein bisschen Erfahrung mitzunehmen. Wir fahren selber Fahrrad, machen das Kleine, nur nicht in diesem riesigen Rahmen. Erfahrung, erstmal schauen, was die anderen machen. Ein bisschen platt, aber sehr positiv.